Oktober 2011. Wir sind auf dem Weg zur Physiotherapie Jürgen Brümmer. Dort holen wir uns einige Tipps, wie man Übungen ohne Fitnessstudio und ohne Geräte ganz einfach machen kann. Dabei hilft uns die Sportwissenschaftlerin Selina. Vor jedem Training sollte man sich warm machen. Dies geht auf dem Hometrainer sehr gut. Links ist das Bein zu stark durchgedrückt, das Becken kippt. Doch rechts ist das Bein zu stark angewinkelt, auch dies ist nicht gut. Am besten ist es, wenn der Ballen das Pedal berührt und das Bein leicht durchgebeugt ist. So ist es richtig. Wir starten mit einer Übung für den Rücken. Die Hände auf zwei Tüchern gestützt, wir sind im Vierfüßlerstand. Das Becken muss stabil sein und wir gehen mit einer Hand nach vorne und wieder zurück. Dann die andere Hand. Der Rücken muss immer schön gerade bleiben. Schwerer ist es mit zwei Händen nach vorne. Nun links sehen wir, sie macht ein Hohlkreuz. Das ist falsch. Das Becken muss oben bleiben. Wenn sie mit beiden Händen nach vorne geht, wird sie einbrechen. Für wen das mit beiden Händen noch zu leicht ist, streckt einfach noch die Beine. Nach einer Rückenübung kommt immer eine Bauchübung. Hier mit einer Flasche. Mit einer vollen Flasche ist es schwerer als mit einer halbvollen Flasche. Dies ist auch gleichzeitig eine Koordinationsübung. Außerdem sollte man für diese Übung nicht mit Schwung hochgehen. Jetzt hat sie es langsam drauf. Jetzt nochmal eine Übung für den Rücken. Mit dem Gesicht nach unten eine Flasche kreisen. Nicht zu weit nach oben. Nun die schwerste Variante. Die Arme sind gestreckt und die Beine sind leicht angehoben. Außerdem ist die Flasche bis zum Rand gefüllt. Nun etwas leichter. Die Füße sind abgestellt. Und noch leichter ist es, wenn man die Arme anwinkelt. Natürlich gibt es auch noch andere Muskulaturen wie Bauch und Rücken. Hier ist eine Übung für die Seitenmuskulatur. Eine volle Flasche wird hin und her geschüttelt. Wichtig ist, dass man stabil bleibt. Nun die Liegestützen. Hier gibt es drei Variationen. Nun eine Übung für die Beine. An der Treppe hüpfen wir elastisch und abfedernd hoch. Jetzt eine Übung für die Beine und gleichzeitig kann man sich auch gut dehnen. Wichtig ist es, dass das Knie über der Fußspitze liegt. Links ist es richtig, rechts ist es falsch. Jetzt eine Übung für die Arme. Dafür reicht ein Hocker. Am besten ist es, wenn man sich mit dem Oberkörper möglichst senkrecht nach unten und wieder nach oben bewegt. Jede Übung wird dreimal gemacht und 15 bis 20 Mal wiederholt.
Das sollte ca. 45 Minuten dauern. Wenn ihr das 3 bis 4 Mal in der Woche macht, seid ihr topfit.